Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mount & Blade Warband. Ja, wir haben wieder mal eine Stadt gewonnen. Wir gehen Meisterschütze, das klingt ganz gut. Haben wir auch mal ein paar swadische Ritter hier noch, die könnte ich gut gebrauchen. Ah, nehme ich halt hier einen Scharfschützen mit und den nehmen wir noch mit. Einen können wir noch. Nehmen wir dich noch mit. So, das wird wieder erstmal nicht verteilt. So, jetzt ganz wichtig, erst einmal zum Warenhändler. Mir geht langsam das Futter aus, und zwar ganz gewaltig. Kaufen wir uns erstmal was Schönes. Met können wir leider nicht im Trupp verteilen, schade. Wie sieht es denn hier aus mit Ausrüstung? 51, 15, da ist meine Ausrüstung viel besser. Pferde haben die auch nichts zu bieten, das mich irgendwie reizen könnte. Und wieder einmal ist das Imperium stark gewachsen. Ja, den Kanaten gehören jetzt nur noch 3 Burgen. Die werden wir uns natürlich auch noch holen. Vorwärts, unsere Streitmacht ist stark genug, um diese Fraktion endgültig zu vernichten. Ich weiß, dass meine Moral schlecht ist, aber warum denn? Wo haben wir es denn? Truppenmoral. Minus 1. Truppengröße 108. Vorfälle in letzter Zeit minus 18. Ich hatte zu wenig Siege und zu viele Niederlagen. Hey, meine Streitkraft verlässt die Armee. Was soll das? Das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Ich möchte doch diesen Krieg gewinnen. Na, aber einige sind noch da. Ach, da kommen sie ja auch wieder. Die Schelme. Vorwärts. So, an alle Schützen. Ihr positioniert euch mal bitte hier. Während die Infanterie nach vorne geht. Bam. Du stirbst zuerst. Da, 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 da. Ich soll trotzdem ein bisschen weiter vorgehen. Eine Burg im ewigen Eis. Hoch auf den Bergen thront sie. Und bewacht den Pass zwischen der Eiswüste und der Steppe. Ja, Bogenschützen haben hier vorne wirklich nicht viel verloren. Hier kriegt man sehr schlechte Ziele rein. Um genau zu sein, fast gar keine. Meine Schützenlinie erstreckt sich weit. Aber ein bisschen näher könntet ihr mal zusammenrücken. Wer bist du denn da hinten? Zack. Dich holen wir von der Zinne. So, Freunde, ganz ruhig, ich komme. Ihr macht gute Arbeit. Was ich gerne mal... Ah, nee, da kann ich nur... das machen. Gut, okay. Aber das ist aber schwer von hier aus zu treffen. Da werden meine Augen richtig gebraucht heute. Nein! Verbündeter Soldat getroffen! Verzeiht mir. Es tut mir leid. Das habe ich nicht gewollt. Was macht ihr da unten? Zählt ihr dich eigentlich als Schützen? So, was sagt die Besatzung? Die Besatzung sagt noch 40 Mann, 39. Das geht ratzfatz. Die Burg ist gleich leer. Da, 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 da. Wie lange ist gleich? Gleich ist gleich. Okay. Noch 22 Mann Besatzung. Na los, kämpf weiter. Ich würde auch sagen, wenn wir diese Burg eingenommen haben, schicke ich meine Fürsten erstmal kurz wieder weg.
und reite nach Uxkal, um die Lehen zu verteilen. Da können meine Leute wieder ein bisschen entspannen und die meiner Fürsten auch. Und der Klagus zum Beispiel hat noch gar nichts bekommen, dem würde ich gerne Stadt geben. Hat er sich verdient, ich mag den Klagus. Das machen wir so. Was wollen die Kanaten schon noch ausrichten? Mit zwei Burgen. Aha. Näher aneinander, verdammt. Hier hinten kommt ja gar nicht zum Schuss. Müsst ihr auch gar nicht mehr, glaube ich. Da steht eh nichts mehr. Boah, komm, die stellen wir jetzt so derb zusammen hier. Ein schönes Bataillon Schützen. Na, was ist denn jetzt los da oben? Na also, geht doch, wunderbar. Ich bin stolz auf euch, Männer. Gemeinsam mit euch werden wir das ganze Land einnehmen. Ihr gehört zum Imperium. Ihr seid das Imperium. Und ihr kämpft für den rechtmäßigen Herrscher. Dieses Land braucht keinen Kaiser oder König. Es braucht einen Lord. Und zwar den Lord. Den Lord, dessen Name Peter ist. Zack. Ja, warum nicht? Wir sind in letzter Zeit ein paar Leute abgehauen. Da kann ich mal ein paar neue nehmen. Dieses ganze Pöck hier, das will ich nicht. Gib mir mal die ganzen Armbrustschützen. Danke. So. Sieht ja nicht gut aus bei mir. Wie gesagt, jetzt schicken wir die Leute erstmal zurück. Beziehungsweise sie sollen ein bisschen bei den Gegnern plündern. Ich wünsche euch was, Leute. Wir sehen uns. Ich reite jetzt erstmal... Wohin reite ich denn? Ich würde sagen, sofort nach Uxkal durch. Vorwärts! Die haben hier hinten noch eine Burg. Ich weiß, dass meine Moral niedrig ist. Was soll ich jetzt bitte schön eurer Meinung nach tun, um das aufzubessern? Sollen sie halt abhauen, ehrloses Pack. Wenn sie Kämpfe nicht ertragen können, dann sind sie bei mir ohnehin an der falschen Adresse. Da bin ich knallhart. So, ja, Marktplatz klingt gut, Warenhändler klingt noch besser. Jetzt habe ich hier sogar mal ein bisschen Schwein mitgekauft. Das wird mir wahrscheinlich unterm Hintern weggammeln. Aber was soll's. Ne, das ist alles schon das Beste an Ausrüstung, das ich haben kann. 58, ja, das Pferd ist besser. Ah, ich wollte jetzt sowieso eins kaufen für meinen Bunduk. Ne, 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 geh da weg. Neue Fürsten hier, oder wie? Ach, das ist Fürstin Isolda von Suno, die möchte, dass ich ihr helfe, das Dingens einzunehmen. Mache ich aber nicht. Können die vergessen, ich nehme das Swadisch Reich für mich ein, das kriegt keiner. Och, komm rein in mein Reich. Klagos, altes Haus, du hast kein Lehen, ne? Das wird sich bald ändern. Willkommen in meiner Armee. Tach, gehörst zu uns. Ein Lehen gewähren. Veluka gehört mir. Tulga. Das kriegt der Klagus. Melzer und Algur müssen auch mal was bekommen. Halmar. Geht an Algur. Melzer kriegt natürlich auch... Ich wollte Ishamur gar nicht für mich haben. Ishamur könnte ich schön selber haben hier. Wo haben wir den Melzer? Doru und Belir. Doru und Belir. Doru. Wo haben wir Belir? Oh, so viele neue Fürsten hier. Nuvas kann mich kein Stück mehr leiden hier. Belicha. Haben wir nicht noch eine Burg? Veluka Barice gehört mir. Ada Kulun. Wo ist denn dieses Belly 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 Bun? Oh, ich habe so viele Fürsten. Hm, hm.
Wo haben wir jetzt noch Minus? Bei Meltzer nach wie vor. Kannst du haben. Rocherbad. Ist schon nicht so leicht, alles hier gerecht zu verteilen. Hanun wird mir gehören. Und damit Basta. Alabaster. Ah, hahaha, ich bin so lustig. So, wo geht's hin? Nach Veluca. Ich würde mir nämlich gerne noch ein bisschen was an Nahrung kaufen. Wie weit sind wir denn mit Lesen? Ach, das haben wir schon fertig gelesen, dann können wir das ja wieder verkaufen. Gehen wir gleich mal in die Schenke rüber. Wer steht dort? Dort steht eine Frau. Da hinten steht Landsknecht, Wandernder, Skalde. Kann ich alles nicht gebrauchen. Bunduk, mein Freund. Du hast also endlich eine Stufe. Wendigkeit braucht dich fürs Reiten, ne? Ist eigentlich logisch, aber ich schaue nochmal nach. Wendigkeit, ja. Hat noch nicht gereicht fürs Reiten. Dann bekommst du von mir dieses dort. Und ich danke dir recht herzlich. Ein paar Ritter, Sharpshooter, Meisterschutor, Waffenknechte. Oh, hier ist so viel Zeug, das ich befördern kann. So, wo reiten wir denn jetzt hin? Wir reiten mal nach Reyvardin rüber. Dort werden wir dann wahrscheinlich auch unsere Truppen wieder zusammen beordern. Und die Kanaten endgültig aus ihren Löchern rausnebeln. Erstmal kaufe ich mir noch ein bisschen was zu futtern. Die haben ja nur Brot hier. Einen Tag alt, okay. Morgen wird dann wahrscheinlich schon dran stehen, vergammelt bis zum geht nicht mehr. Irgendwelche neuen Rüstungsteile. Keine nennenswerten. Ich glaube, ich habe auch schon so ziemlich die beste Rüstung im Spiel anscheinend. Sondern passt mal auf hier. Ciremus, ich will meine Leute hier haben. Jetzt können wir wieder befördern. Damit auch alles wunderbar bereit ist, wenn es zum Angriff übergeht. Und ich reite schon mal hier die einzelnen Leutchen ab. Ach Gott, ist das alles, was ihr an Besatzung hier habt? Dann seid ihr sowas von platt. Da ist der erste Fürst schon da. 57 Mann. Also wenn meine Armee hier ist, dann werden wir gar nicht mehr kämpfen müssen, denke ich. Ich glaube nicht, dass die es auf den Kampf ankommen lassen werden. Delinat, wenn du als Einziger hier bist, kann ich ja mal schnell mit dir reden. Auf 13 angestiegen. Da kommen die nächsten Fürsten. Ich richte einfach mal ein Lager ein und warte. Auf dass meine Armee kommen möge. Geld, 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 Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meiner ganzen Kohle. Nächster Fürst. Algur, altes Haus. Nur wenn mehr nicht kommen, greifen wir halt einfach mal an. Vielleicht kommen ja noch welche, während wir hier alles aufbauen. Hä, nicht wegreiten. Nehme ich die Burg halt alleine ein. Hat eh nicht viel Besatzung. Vorwärts. Obwohl, wir reden mal mit dem Befehlshaber. Der will sich natürlich jetzt nicht ergeben. Na, wir warten mal noch einen Tag. Ich habe eigentlich keine Lust, hier Truppen aufs Spiel zu setzen, wenn es nicht sein muss. Warte, bis morgen, habe ich gesagt. Vielleicht kommen ja noch einige der Fürsten wieder zurück. La 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 la. La 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 la. 140 Mann sind wir insgesamt im Moment. Damit können wir die Burg zwar einnehmen, aber ich hätte schon gerne kampflos die Burg. Das sieht irgendwie toller aus. Aber es wird wohl auf einen Kampf hinauslaufen. Denn hier scheint kein anderer Fürst mehr anzutrudeln.
Sieht echt so aus. Na gut, dann werden wir halt beim nächsten Mal ordentlich kämpfen. Macht's gut.